Moin Moin! Hallo. Sagen Sie mal, Sie sind doch hier zum Drogenverarbeiten, richtig? Nö, ich wollte hier wen überfallen. Sie wollen wen überfallen? Das ist ja fast noch schlimmer als die Drogen. Eigentlich hatte ich gedacht, Sie würden Drogen machen und ich würde Ihnen ein bisschen Wasser und ein bisschen was zu essen verabreichen und Ihnen erklären, wie gemeingefährlich Drogen sind. Aber wenn Sie jemanden überfallen wollen, wen wollen Sie denn überfallen? Keine Ahnung, mal gucken, wer hier so Drogen verarbeitet. Ja, Den werde ich als nächstes überfallen. Dann haben Sie ja quasi von dem einen bösen Buben die Drogen weggenommen und dann gehen Sie selber mit Drogen durch die Landschaft, oder sehe ich das falsch? Ich denke mal, das ist schon so richtig, ich weiß es nicht. Ja, also ich meine, einen Bösewicht zu bestehlen, halte ich jetzt nicht für unehrenswert, ja. Aber vom Prinzip her ist es weiterhin Droge. Und das ist ungünstig, weil da werden ja Leute von krank und abhängig, süchtig und sterben vielleicht oder so. Ja? Das ist eine ganz kriminelle Szene. Das muss man da nicht machen. Man muss das ja nicht unterstützen. Wie sehen Sie das? Was? Ich habe jetzt. Was? Warten Sie mal. Oh, Falschtür. Da. Kann wieder auf. Ja, die zweite Tür geht nicht zu. Das habe ich auch schon ein paar Mal versucht. Das geht irgendwie nicht. So. Geht nur eine doch, Tür die ist schon zu. Naja. Doch, doch. Die gehen beide zu. Ah, das habe ich schon. Ah, wie geht das denn? Das habe ich schon so oft versucht. Na gut, so. Okay. Wie auch immer. Man kann hier auch mit ehrlicher Arbeit sein Geld verdienen, oder? Ja, kann man. Muss man aber nicht. Naja, ich meine, das wäre doch eine saubere Sache. Ich meine, wenn man jetzt mit Zucker farmen würde, das ist ja auch eine Droge, ne? Zucker ist auch eine Droge. Aber man kann ja Pfirsiche farmen, das ist was Gesundes. Könnten Sie vielleicht auch für die ganze Zeit hier so rumzulaufen? Ja, ich kann mich ja hier in eine Ecke stellen und gut ist. Boah, das ist. Nö, also. Ich wollte jetzt eigentlich hier wen überfallen und so, aber ich weiß ja nicht, deswegen. Das heißt, wir warten jetzt beide zusammen auf die Drogenkuriere. Dann ist das aber ungeschickt, dass draußen der Helikopter steht. Den sehen ja diese Bösewichter, oder? Naja, ist ja egal. Deswegen habe ich ja mein Fahrzeug hier reingestellt, damit die keine Angst bekommen, wenn sie hier landen und denken, dass ich denen was will. Ich will hier eigentlich nur davon überzeugen, dass sie auf den rechten Weg zurückfinden sollen. Ich weiß nicht, ich könnte ja mit dem Hummingbird auch hier reinkommen, aber es ist halt so ein bisschen eng. Das ist gefährlich, das ist sehr knapp. Das würde ich vielleicht mal nicht machen. Aber wenn Sie Leute überfallen wollen. Man kann es ja versuchen. Ja, nee, dann sterben Sie vielleicht. Das ist ja auch nicht so gut. Ich habe jetzt keine Priesterausbildung. Ich kann Ihnen nicht die Absolution und irgendwelche Sakrilege oder sonstige Sachen da verabreichen. Irgendwelche Salbungen. Warten Sie mal. Nee, das wird leider auch gar nicht passen. Nee. Aber Sie können den ja woanders hinstellen, etwas weiter weg. Und dann zu Fuß hier hinkommen. Ich meine, wenn ich sowas machen würde wie Sie, dann würde ich immer mit dem Ghillie-Anzug rumlaufen und ganz klammheimlich hier erscheinen, ne? Nö, kann schon da stehen bleiben, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich höre das ja, wenn wir hier kommen, also ist ja in Ordnung. Na ja gut, vielleicht denken die Bösewichter ja, dass da ein anderer Bösewicht ist und der ihnen nichts tut. Wow. Ja, das kann natürlich sein. Aber wie wollen Sie Leute überfallen? Haben Sie denn eine Waffe? Das sieht gar nicht so aus. Ach, muss ich mal kurz gucken. Warten Sie mal. Habe ich eine Waffe? Muss so. Nee. Leute überfallen ohne Waffe?
Das halte ich für sehr genial, wenn das dann funktioniert, ne? Ich weiß nicht, also vielleicht klappt es ja trotzdem. Na, sie können dir ja überzeugen und überreden, ihnen die Drogen auszuhändigen. Das wäre doch mal was. Genau, da haben sie recht. Ja, das stimmt. Ach so, da haben sie ja doch so ein Ding. Ah, Ja. wow, was ist denn das für eine Und Tat? so. Was ist denn das für ein Ding? Wow. Ach, das ist so eine MK18 oder was, ne? Nö, ist eine ganz normale MX. Ach so, ah, okay. Mit Schalldämpfer. Wow, cool. Also waffentechnisch habe ich ja nichts dagegen, ne? Waffen kann man ja gebrauchen, um die zivile Bevölkerung vor Bösewichter zu verteidigen. Aber wenn Genau. sie. Oder halt ein paar Leute zu Ja, töten. nee, nicht auf mich zielen. Hallo? Kann Das ja muss jetzt alles nicht sein. sein. Das muss jetzt nicht sein. Schießen Sie mal Da auf Ihre kommt sogar Mauer. schon was. Gucken Sie mal. Gucken schon was, da kommt schon was. Warten Sie. Ich kümmere mich darum. Hören Sie Ja, das? aber lassen Sie mich bitte. Ja, die Leute alle erschießen. Nee, nee. Glauben Sie mir. Das ist besser für den Typen. Was? Er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Passen Sie auf, passen Sie auf, er hat eine Waffe. Ich will überhaupt nicht erschossen werden. Hallo? Was wird das Ich jetzt? dachte, der will hier rein. Passen Sie auf. Ich passe auf. Ich bin ja. Entschuldigen Sie mal, Sie wollen hier Drogen Was ist verarbeiten. gut? Drogen sind gefährliche Güter. Ja. Sie wissen das ja, ne? Damit kann man Leute süchtig machen. Ja, klar. Ich kann Ihnen ja mal ein Aber bisschen was zu wie machen Sie trinken das geben. Gleiche? Ich kann Ihnen mal ein bisschen was zu trinken geben und vielleicht was Speck und dann können Sie vielleicht legalen Geschäften nachgehen. Was könnten Sie machen? Ja, das ist eine gute Sache. Aber ich denke mal, so vom Prinzip her, mit den Drogen, das muss nicht sein, oder? Haben Sie schon mal eine Also, normale Beschäftigung gemacht, wie so Zucker verarbeiten oder sowas? nee, ist mir viel zu legal. Viel zu legal. Oh, das zeugt ja von einer Sozialisation, die über Generationen schon in den Drogen verstrickt ist. Mein Vater hat Drogen geliefert und so tue ich es ja auch, also. Ah, ich sage ja, seit Generationen auf dem falschen Weg. Ich könnte Sie ja mal versuchen zu bekehren. Sie wissen ja, dass Zucker auch eine Droge ist. Vielleicht gefällt Ihnen das. Ne? Ich meine, Zucker ist eine richtige harte Droge, auch wenn die legal ist. Aber Sie könnten ja auch mal legale Drogen farmen und dann würden Sie auch legalen Geschäften nachgehen. Wäre das nichts? Ich bleib bei denen. Naja. Das ist ja die richtige Gang. Und jetzt habt ihr hier quasi, ich dachte, Sie wollten hier mit dem tollen Schalldämpfer die Leute überfallen. War das nicht so? Mache ich doch einen Moment. Überfall. Erst erschießen, dann Überfall. Ach nee, das ist So, ein. passen Sie auf. Ich erschieße Sie jetzt in 3, 2, 1 und. Naja, da kommt ja noch einer. Hören Sie den? Nö, keine Ahnung, was das ist. Ich würde Sie mal kurz bitten, sich im Auto hinten zu verstecken oder so. Ja, ich gehe hier in die Ecke, das ist ja kein Problem. Wie, der ist schon wieder Wollen Sie auch lieber eine aufgestanden? Waffe Warum? Der raus? ist doch gar Haben Sie nicht eine dabei? gestorben. Ach so. Den haben Sie nicht richtig erschossen. Da müssen Sie mal mit Ihrem Vielleicht. Schalldämpfer mal ordentlich zielen, hören Sie mal. Ja, das ist schon eine richtig breite Mündung. Da weiß ich immer nicht, was da los ist. Ja, ist klar. Ich habe so den Eindruck, Sie arbeiten mit diesem Drogenmenschen Wir sind nicht zusammen. Schießen, ich bin freundlich. Ja, Er hat zu Sie viel Ahnung, die schießen haben immer keine nur Ahnung. daneben, Okay, ich ne? schieße jetzt, tut mir leid, ich bin nicht freundlich. So, 3, 2, 1, peng, 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 peng. Was ist jetzt los? Das klingt logisch. Ah, ihr macht hier wohl auch hier dick Geld, ne? Ja, das tun wir. Nee, das tun wir nicht. Aber Aber jetzt hier mal ganz so der neue nebenbei, Kollege hier, den muss ich doch auch noch davon überzeugen. Sie wissen doch, dass Drogen Leute süchtig machen. Ich gebe Ihnen ein paar Kekse und ein bisschen Wasser und vielleicht können Sie dann legalen Geschäften nachgehen. Der Herr mit der Brille, der coolen, der Pilotenbrille. Wäre das nix? Der spricht gar nicht mit Wie mir. bitte? Ja, genau, mit Ihnen Doch, spreche doch, ich. doch.
Sagen Sie mal, Drogen machen Leute süchtig und krank und abhängig. Wäre das nicht mal eine Variante, dass die Ja. legalen Geschäften nachgehen, so vielleicht Zuckerfarmen? Sind ja auch Drogen, aber Ja, legaler ich halt. bin im Auftrag von der Uni, wir machen ärztliches Marihuana, was Ah, reines. ja, das ist dann natürlich was anderes. Das ist eine vernünftige Sache. Marihuana kann man Ärztlich dann ist ja. natürlich immer gut, ne? Ja. Also, Kann man für das Glaukombehandlung ist jetzt ein verwenden. Überfall, also ja. Schon wieder ein Gut, dann Überfall. machen wir das gleich so, wie es ist. Ich lasse sie jetzt wieder aufstehen und ich lasse sie jetzt in Ruhe, also. Das habe ich Hey, jetzt nicht. warum haben Sie meinen Kollegen niedergeschlagen, Kollege? Hä? Keine Was ist Bewegung. los hier? Sie haben meinen Kollegen Schon so niedergeschlagen. Können schreien Sie Sie mir mal eine ja. Erklärung Was geben? läuft denn jetzt hier ab? Geht hier richtig los Warum schlagen Sie hier? meinen Kollegen Richtige nieder? Feierparty. Ey, wie Weil viele ich ihn lieb Drogen hab. Schießt Schieß du doch auf den mich, Lieb, das ist Junge? noch einer. Guck mal hier, da ist Ja, noch einer, der mit. Entschuldigung, ich dachte, Sie hätten meinen Kollegen niedergeschlagen. Haben Sie doch auch. Naja, Jetzt ich hab kommt ihn ja denn noch lieb, mal ich gebe noch ihm extra einer eine mit Kopfhand. ewigen Drogen. Ja, Und jetzt Waffen, kommen die Sie haben doch gleich alle alle rein hier. Waffen. Da könnt ihr nicht mal friedlich Kann man miteinander nicht mal hier in Ruhe umgehen. ein bisschen Marihuana herstellen? Ja, können sie ja, Jetzt schreien Sie ein bisschen aber rum, nehmen Sie die Waffen runter, jetzt nimm kommen mal Sie gleich erstmal die rein Waffe hier. runter, Junge. Ich gehe mal Schau doch besser mal aus wieder dem ab, Weg, nicht, Jungs. dass ich so eine Schönen Tag Kugel euch von euch noch. abkriege. Achso, Sie hatten ja nur ein kleines Handy, stimmt. Ja, tschüss. Sehen Sie, der ist schon süchtig, ne? Der wackelt schon hin und her, der hat mit den Drogen irgendwas zu tun. Der hat schon irgendwie epileptische Anfälle oder sowas. Guck mal. Aber einer geregelten Arbeit geht hier nicht nach, ne? Bitte? Einer geregelten Arbeit geht hier nicht nach hier so, nach dem Motto, ich mache mal ein bisschen Erdgasfarmen oder Kupfer oder Nee. sowas, ne? Na super. Nope. Kann ich euch nicht wirklich davon Ich mache hier gar nichts. überzeugen? Nee. Ich weiß nicht. Wenn Sie mir 7 Millionen geben, dann wären wir da, aber sonst. 7 Millionen? Sie kriegen mit einer Heroinfarbe, was haben Sie hier drin? Marihuana drin? 7 Millionen? Nee, das kriege ich nicht, aber alles, was ich an sich, Ja. alles, was ich farme, das wären schon 7 Millionen. Ah, okay. Ja, da kann ich ja Jetzt gar nicht, nicht aber naja, gut. mitnehmen. Da kann ich ja nicht mitnehmen, da kann ich ja nur sagen, also das, vielleicht könnt ihr mir ja mal ein bisschen was spendieren für die Heilsarmee so quasi, dass wir da mal Nee. den bedürftigen Menschen helfen können, die hier aufschlagen als Drogen, ja, Abhängige und gefallene Jungs. Ne, so mal hunderttausendige Also, Kampfkasse. Sie können ja was von mir bekommen, aber ich weiß nicht, das besteht so ein bisschen aus anderem Material und hat eine andere Form und kommt geflogen und das mit einer relativ schnellen Geschwindigkeit. Naja, wenn es dann nicht zu schnell ist und mir nicht wehtut, habe ich ja keine Probleme mit. Aber ich dachte eigentlich, vielleicht dass du mal ein bisschen was in die Kaffeekasse geben, damit ich den Leuten was Wasser ausgeben kann und noch ein bisschen Speck oder so. Also, das mit dem zu schnell könnten wir machen. Nee, nicht zu Aber schnell, das mit dem langsamer. mich umbringen, ja genau, das ist langsam, das Das könnten wir wird aber machen, zu schnell aber. kommen. Ja, schon wieder. Ach, das ist der Heli, der jetzt wegfliegt. Na, guten Tag auch. Das sind jetzt die legalen Drogen fürs Krankenhaus, ne? Und Sie machen hier illegal weiter? Also wenn das die Dro legalen Drogen sind, dann verstehe ich nicht, warum der Mann auf uns geschossen hat. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Die haben alle irgendwelche Waffen da, ne? Das ist völlig seltsam. Naja, so. Naja, ich habe alles getan, was ich brauchte.